Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße jetzt kommen in War Thunder. Ich gehe eine Runde fliegen mit den Amis. Ihr seht, ich habe mir was Schönes ausgepackt. Ein paar B17er Modelle hier, ein bisschen P51. Ja, okay, die Premium P509, die muss immer sein, ne? Und mit dabei die AM1. Kennt nicht jeder, hat nicht jeder. Aber die, die es haben, haben mir schon so oft berichtet, Alter, die musst du nutzen, die ist geil. Natürlich ist sie auch extrem beliebt in den Schiffsschlachten. Ja, wenn ich dann mal irgendwann mal da endlich mal einen Kreuzer freigeschaltet habe, dann nehme ich die auch gerne in die Schiffsschlachten mit. Wenn ich schon überlege, also hier so die Bewaffnung da, kann ich euch nicht mehr zeigen, aber ich glaube, ich habe 14 250 Pfundbomben dabei. Oh, Frontlinie, na, da ist das Ding doch wunderbar aufgehoben, also hier kann ich dann richtig schön meine Arbeit machen, ja. Gucken, vielleicht haben wir da sogar eine Alternative. Nee, haben wir nicht. Aber gut, das, wenn nichts dazwischen kommt, das ist so die Voraussetzung, wenn nichts dazwischen kommt, kriege ich hier 14 Bodenziele weggekloppt. 14. Aber das ist die Voraussetzung. 14 Stück und keiner, der mich nervt. Der eine oder andere unter euch würde jetzt sagen, Alter, das ist Wunschdenken. Ja. Oh, eine Kiga ist drin. Eine Mi-262 ist drin, schrecklich. Okay. Okay, ein paar Bomber sind drin, das war logisch. Na gut. Wir probieren es trotzdem. Irgendwo wird auch die Möglichkeit bestehen, dass ich dieses Ding endlich mal ausgebaut kriege. Ich habe das Ding schon so lange, habe es aber nie so richtig... Ahnung, warum? Ich mag eigentlich so eine Art von Flugzeug wie das hier. Viele Bomben am Arsch, man kann mit ihnen arbeiten, aber aus unerklärlichen Gründen fliege ich in letzter Zeit nicht so oft. Aber gut. Wir haben halt auch so eine mega fette Auswahl hier in WT. Da kann man sich manchmal gar nicht entscheiden, was soll man als nächstes nehmen. Ne? Oh. Natürlich ein bisschen die Flak zu schaffen. Ja, logisch. Ah, den Bunker, den kriege ich nicht. Oh, das Ding fühlt sich gut. Das fühlt sich irgendwie gut an. Da, du sagst das, schau, mach das. Oh, shit. Ah, theoretisch 14, habe ich gesagt, ne? Scheiße, theoretisch. Ich habe jetzt noch einen Flughafen, obwohl wir das wünscht denken. Obwohl. Schwierig. Das will ich jetzt nicht voraussagen, wenn ich es schaffe. Aber Flughafen wäre wirklich eine gute Angelegenheit. Nein. Vorher zerstört mich irgendwas. Ich zerfetzt gerade mein Flieger und der Spinner kommt zu. Ah! Oh, schon wieder ein Rambo. Oh, Herr Gott, nochmal. Wie viele von euch da draußen nennt sich ein Rambo? Also davon gibt es ja wirklich genug. Lass mich mal was Neues einfallen. Ich kenne nur einen einzigen hier in War Thunder, der sich Bam Bam genannt hat. Und ich kenne eine, die sich Pebbles nennt. Die spielt leider nicht mehr. Das ist irgendwie schade. Die hat aufgehört zu gamen. Ja, das hat noch nicht mal mit den Spielern zu tun, die immer irgendwelche sexistischen Sprüche losgelassen haben. Hat einfach keine Interesse mehr. Schade eigentlich. Naja. Krokto. Oh, sorry Leute, aber Dr. Krokto, da weiß man nur automatisch Bescheid, was er macht. Oh Mann. Also fliegt hier eventuell ein Proktologe gerade rum. Eventuell. Wir wissen es nicht, wir vermuten es nur. Und wenn es dem so ist, dann ja, bitte bleib von mir. Ich brauch dich nicht. Mal sehen. 54, ja nee, der ist wirklich erledigt. Nein, ist er nicht. Echt jetzt? Den Kampf gewonnen.
dafür. Das Flugzeug habe ich nicht gedacht. Das ist echt nicht dafür gedacht. Ich bin kurz, nicht, dass mich auf die Seite rutscht. Weil ich will die Pferde wirklich da haben. Vielleicht kann man da ausweichen. Also bist du kein Anfänger. Diese Flak. Ach nee, das ist Rambo schon wieder. Ich dachte, die Flak hätte schon wieder auf mich angesetzt. Das nervt, ey. Also früher war die Flak hier nicht so extrem. Früher war es eigentlich recht angenehm. Früher hat es Spaß gemacht. Ich nehme mal Bomben mit. So jetzt vonnöten. Früher ging es noch. Bis auf die Flak am Flughafen. Das ist ja wohl klar. Das kennt jeder, dass die brutal und grausam ist. Aber die Flak, die hier rumsteht, die war früher etwas harmloser, etwas angenehmer. Sie hat nicht jeden Punkt genau gleich hier die Flügel angefetzt und so Geschichten. Also ich weiß nicht, ob das so vonnöten war, das so zu extrem zu machen, aber ja. Okay, über uns fliegt da was schon weg. Ich bin mal weg da. Ich glaube, der will nämlich unseren Megatron hüpfen. Drei Leute gegen einen. Dann kriegen ihn doch gut vom Himmel. Doch, wir haben sie. Aber auch ihre Zeit gebraucht. Schon wieder eine Flak. Ich mach erstmal den Bunker da Platz, der muss weg. Bunker sind nur so schwer hier zu knacken, das ist der alle. Wunderbar, sehr gut. Funktioniert doch. Weg mit der Bombe, weg mit dem Bunker. Ja gut, weg mit den Bombern auch. Hallo Proktologe oder Prokto. Man hat Hilfe. Nein. Ja, 15. Na super. Knapp nein, ich weiß es nicht. Da ist nur die Schienen mit dir. Der Schlüssel kaputt schon zu sein. Ich will diesen alten Bug zurückhaben. Ich finde den geil. Das ist nicht mal mehr so viele Wochen her. Konnte man auch hier unsere Jäger schneller nachladen, was die neue Bombenqualität angeht. Vielleicht will uns nicht einmal was Positives lassen. Ach, ja. Oh, mit dem kann ich nicht mithalten. Der ist mir einfach zu schnell. Shit, ich hab übergezielt. Einfach nicht so funken wollen, wie ich das so wollte. Was soll's. So, jetzt kommen die schweren Geräte zum Einsatz. Jetzt hole ich meinen Bomber raus. Langsam geht mir jetzt auf den Sattel da. Zu viele von denen da. Die rumnerven. Insofern mich keiner davon abhält, bombe ich das da. Geradeaus durch. Na gut, die Doe wird mich nicht abhalten, aber die Jagd 15 da unten, der könnte es schaffen, so zu steigen. Aber ich glaube, nee, der spielt lieber da unten ein bisschen rum. Gerade da hinten, okay, der Kollege. Kuket Milk. Geiler Name. Ja, es gibt hier Leute wirklich, die haben geile Namen. Es gibt hier richtig geile Namen in dem Spiel, da muss man schon manchmal grenzen. Wo grenzen? Ey, das kann ich nicht aussprechen. Das ist schon wieder Rambo, der blöde Kerl. Böser Rambo. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat einen Hund gehabt, der hieß Rambo. Das war aber auch wirklich ein Rambo. Also wir reden hier wirklich von einem 1A deutschen Schäferhund. Und wenn es hieß Rambo Fass, dann hat er auch gefasst. Und dann gab es keinen Halten. Oh shit! Mal sehen, ob ich es halten kann. Nee, es geht runter. War ein Versuch wert. Vielleicht hätte ich noch den Flügel mit sie halten können und fetzt, aber nee. Schade. Aber das war ein geiler Hund, ey. Ja, zugebissen.
Oh Mann, das war ein krasses Vieh. Ja, der lebt ja auch nicht mehr. Aber der hat ein gutes Leben gehabt. Immerhin, der Profi ist 8 geworden. 8 Jahre alt. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Standardleben vom Wuff von Schäferhund ist. Das weiß ich nicht. Kenne mich nicht damit aus. Oh, das war ein krasses Vieh, Leute. Was, Covert, Bastard, was? Oh Mann, ey, was mal, die Gegenpartei tut nur noch austeilen und wir stecken hier ein. Was machen die Jungs denn da? Mann, wir haben doch so viele Leute noch. Unser Radio kriegen da hinten gar nichts gepackt oder was? Ah, guck mal, ey, Radio hat mir die 225 am Arsch hängen. Naja, bravo. Da gibt's ja keinen Halt mehr. Also, wir müssen noch etliche Bodenziele knacken und dann, das wird hier dann so nicht. Das habe ich geworden. Ich hoffe, mein Gunner reagiert schnell genug. Manchmal, ich weiß nicht warum, das hat mit meinen Augen so vielleicht zu tun, muss ich auch nicht lügen, und manchmal auch nicht, falls mich da einer wundert. Vielleicht treffen Babys? Nee, fliegen weit über Ziel hinaus, schade. Aber die Gunner sind auch irgendwie schlechter geworden, würde ich behaupten. Die reagieren auch nicht mehr so oft. Mann, oh Mann, ey, jetzt wird es langsam hier ein bisschen knifflig. Eigentlich mal ein bisschen mehr rumkommen. Naja gut, ich habe meine 15 Drohnenziele, aber ich habe keinen Flieger abgeschossen. Mal etwas beunruhigend für meine Wenigkeit, weil ich schieße auch gern Flieger ab. Also, ne? Aber ich habe noch keinen Finger gekriegt. Oh je. Der vom Skill packt die AM1 aus, die ich vorhin gehabt habe. Die ist bestimmt bei dem ausgebaut. Wer weiß, wie viel Bombenqualität der bei sich hat. Ich glaube, der wird es jetzt hier beenden gleich. Wie viele Tickets haben wir noch? 84. Ja. Bodenziele. 5 Bodenziele und den Marsch. Ach du Kacke. Willst du mich verarschen? Ich muss dieses Ranzoomer endlich lassen. Das ist eine scheiß Angewohnheit. Das kann ich niemandem da draußen empfehlen. Ja gut, es ist schon gar nicht mal so schlecht zu tun. Mal sowas. Aber es ist manchmal eine sehr schlechte, in gewissen Schlachten eine beknackte Angewohnheit. In dieser Schlacht hier zum Beispiel ist es überhaupt keine gute Idee. Ja. Was ist das? Nach dieser Schlacht werde ich eine hinten ranschieben. Auf jeden Fall. Ich werde 2 machen. Weil es doch recht schade, wenn ich so wenig drin habe. Na, das kommt jetzt öfters mal vor, Leute, weil ab und zu habe ich mal hier so ein klein bisschen Pech und ich will ja auch, dass hier was zu sehen hat, ne? Ja, daher. Für Livestream sieht es leider hier noch ein bisschen zu beschissen aus. Ich weiß nicht, ob man meine Stimme einwandfrei hört. Ich habe hier noch einen intensiven Hall drin eigentlich. Was soll ich da sagen? Ist echt kacke gerade. Es wird halt mit der Wohnung nicht so fertig, wie ich das so will. Ja, Stück für Stück. Ich werde hier echt nicht richtig voran. Bett ist immer noch nicht so einwandfrei. Ich sag mal so, ich wollte ja ein Doppelbett. Ja. Ich habe immer noch mein Einzelbett, mein altes. Es ist gerade so ein bisschen beschissen. Und aufgrund dieser besonderen Lage, die wir da draußen haben, ich sag nur, zwecks dieser besonderen Krankheit, macht das Ganze ja auch nicht besser. Also, sag mir, wie es ist, ich habe Schwierigkeiten, so richtig da durchzukommen. Ja. Und Ikea will ich nicht mehr gehen, sorry, aber diese Bausätze, ich habe hier genug Möbel jetzt von denen und ich muss sagen, das war die beschissenste Idee, die ich eh hatte. Ja gut, ich habe mich auch von etwas Weiblichem beeinflussen lassen. Eigentlich. Ja, die Frauen haben Einfluss auf uns. Warum eigentlich? Dann gucken wir mal ins Cockpit rein. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Warum ich jetzt diesen komischen Effekt hier drin habe. Jetzt geht's. Ich weiß nicht, was das ist.
Das kam erst bei irgendeinem Update. Seitdem habe ich das drin. Und warum ich gerade Bomben dabei habe, aber scheiß drauf. Ich fliege sowieso auf ihrem Flughafen zu. Alter, was ist nur ein Depp? Du schmeißt eine Bombe auf den eigenen Zerstörer. Oh Gott, ist das ein Idiot. Oh Gott, ist das eine Welle. Ja. Gut, schön aus der Hüfte geschossen. Au, shit, das war nicht mehr gut. Ich hab gehofft, der dreht ab. Aber er wollte nicht abdrehen. Er hat gesagt, nö, das ist mein Platz. Ich gehe trotzdem mit Bomben rein. Wenn ich sie nicht verwende, muss ich nicht dafür zahlen. Ganz einfach. Okay, also das mit dem Landen wird nicht so einfach. Die fatalen. Moment, F3? Das war doch ein Jet. F3D1 ist ein Jet. Okay. Das muss ich nicht verstehen. Kaum sag es, stirbt er. Leute, das ist unheimlich. Das ist unheimlich. Okay. Ich probiere das nochmal aus. Fulgio 33. Jetzt drauf gehen. Nee. Nee, da funktioniert nicht. An den Arschbacke und das Problem ist, mein verdammter Gunner reagiert wieder nicht. Jetzt erst. Kann nicht sein, ey. Das Schloss ist komplett voll ausgebaut, alles. Also entweder haben die da so eine, ich weiß nicht, so eine Verzögerung eingebaut von dem Rucksack hier so ein Gesinn, oder ich weiß es nicht. Das wäre unfair. Er schießt aber noch am Ende. Oh, er brennt. Oh, den hat's noch erwischt. Ja, schön Burning Man spielen. Mach nur. So, ich gehe mal mit dem Baby hier hoch. Ein bisschen Spaß haben. Und in die äußersten Höhen. Ich krieg den Kill. Ey, leck mich an. Das ist ja mal was. Ich krieg den Kill. Ich hab den Kill. Okay. Und noch eine Abschusshilfe hinten rein. So, erstmal schön hochsteigen, Lage überchecken. Okay, sie verteidigen ihren Flughafen. Auf jeden Fall machen sie das. Schaller Leute, vielleicht habt ihr denselben Gedanken. Okay. Tja Leute, wer mich schon länger guckt, der weiß, was ich jetzt vorhabe. Mit Volldampf nach unten ziehen und versuchen zu landen. Mit vollem Speed. Dass das schief gehen kann, dass da was kaputt gehen kann an dem Flieger, ist wohl logisch. Egal wie professionell man... B29. Okay. Okay, dann geht das mal gleich los. Ich kann froh sein, dass wir nicht im Realismus hier sind. Und runter. Komm schon. Die da schnallen, bin ich schon gelandet. Komm schon. Hella. Nein, das kriegt man ja nicht. Mein Flieger kriegt das nicht gebacken. Das. Oh, du verdammtes. Du verdammter Arsch, du. Oh, schon wieder so eine Jagd-17 hier drin, ey. Ich hasse die Dinger. Vor allem kann man nicht sagen, die hat hier nichts zu suchen, denn sie hat ein Rating von 6.0 und tatsächlich hatte sie zu diesem Zeitraum des Krieges da was zu suchen. Ich finde es scheiße, dass das Ding jetzt hier drin ist. Was ist mit 3.10.0? Ach, schon wieder dieselbe Diskussion. Ja, vielleicht kriegen die Deutschen eine Phantom. Vielleicht, wir wissen es nicht. Die Diskussion hält immer noch im Forum an. Wir wissen es nicht. Ich weiß nur eins. Und das steht ziemlich fest. Irgendwann
weil wir ja sehr hochmoderne Panzer haben, irgendwann, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht irgendwann nächstes Jahr, vielleicht sogar kurz vor Ende nächstes Jahr, werden wir auf irgendwann auf den Armada treffen. Das weiß ich jetzt schon. Das habe ich irgendwie so ein Gefühl. Scheiße. Hat mir jetzt nicht, der hat mir wirklich die Steuerung zerfetzt. Ach, das waren schöne Zeiten, wo dieses Steuerelement hier noch nicht dann so zu sehen war und verbaut war und dadurch der Flieger nicht kaputt gegangen ist. Und ob mein Gunner schießt? Komm Gunner, schieß doch! Nö, er weigert sich. Dabei wäre es der perfekte Winkel gewesen. Sauerei, ey. Also, die Runde ist ja noch beschissener als die vorige. Ich habe nicht mehr so viel zur Auswahl hier, bis auf hier die AM1, aber selbst da muss ich jetzt ein bisschen gucken, wofür ich sie nutze. Weil Schiffe haben die kaum noch und oh, wie mache ich das an? Wie das da aussieht. Die machen das richtig schön im Tumult. Vielleicht. Dazu muss ich sehr tief fliegen. Sehr tief fliegen. Vielleicht beachten sie mich nicht gleich. Obwohl die eine BF-109 da hinten, der will auf jeden Fall stumpf. Ja, der fliegt schon. Tubo! Tubo, fliegt der irgendwie nach Tubababe? Egal, ich hab ihn. Bahn ist frei. Wenn jetzt einer jetzt mal die Chance nutzen würde und da landet. Ja, wenn einer. Aber das ist das Problem. Hier ist irgendwie so keiner, der richtig sein Hirn einschaltet. Die Bomben weg. Ohne Bomben ist es jetzt besser. Mir fehlt das alte System, wie das hier runtergegangen ist. Und man hat einfach ausgewählt, was man jetzt gerade nicht will. Da konnte man viel, viel schneller hantieren. Okay, die haben es nicht gerafft, glaube ich. Ja, na gut. Kommt schon, greift die Scheiße da an. Kommt, Leute. Ihr sollt da gefälligst landen. Der Kollege da, der weiß, was zu tun ist. Allerdings mit der Fokker Wolf landen ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Den Dingern brechen immer so schnell die Fahrwerke ab. Sehr schnell. Okay, Junge, einer von uns wird es schaffen. Einer von uns schafft das. Konzentrieren sich alle auf ihn. Vielleicht ist das meine Chance. Okay. Ich schaff das. Noch. Die Büsche. Du mieses Schwein. Du. Okay. Ich mache jetzt was total Bescheuertes. Das sieht man nicht alle Tage. Das hat mein alter Clan, der Clan, zu dem ich damals gehört habe, das haben wir damals einmal gemacht. Da mussten wir auf, da gab es noch nicht die Panzer drin, da gab es nur Flugplätze zum Einnehmen oder halt Bodenziele angreifen. Und da haben wir das mit Bombermarkt durchgezogen. Damals hat es funktioniert. Aber damals ist lange her, das war 2013. Das sind 7 Jahre, die ist schon rum. Also eventuell klappt es nicht. Ich weiß gar nicht, haben die damals alle Bomben rausgeschmissen? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie haben alle rausgeschmissen. Ich weiß nicht mehr. Tja. Oh Mann, das wird jetzt richtig haarig, ey. Das wird richtig schwierig. Einziger Vorteil, ich habe Gunner. Nachteil. So, ich bin eine fliegende Festung. Junge, du schaffst das da hinten. Komm schon. Ich halte dir den Arsch frei. Ja, mach. Du schaffst das. Nimm mir ein. Ja, sehr gut.
die Maschine hier sowieso nicht mehr. Jo. Steht drauf. Aber scheiß drauf, er hat eingenommen. So fliegt sie am besten. Das macht Spaß. Jetzt müssen wir uns verteidigen. Jetzt kommt der schwierige Akt. Verhindern, dass sie da nochmal landen gehen. Und wenn ich das so richtig sehe, sind wir wohl noch. Wir haben noch genug Leute. Also der von Skill, der müsste eigentlich schon lange da mal gelandet sein. Nee, der will lieber irgendwen abknallen. Ich war auch scheiße. Wir müssen jetzt Position halten. Oh, apropos Position halten. Guck mal, ja. Ja, Hallöchen, hallo. Hast du eine Idee? Du hast eine Idee, mein Freund. Ne? Du willst landen. Komm, geh landen. Ich schmeiß dir eine Bombe aufs Dach. Ich hab keinen Spaß dran. Sehr schön gemacht. Gute Verteidigung. Na, das Team weiß doch, was zu tun ist. So. Aber hier ist jetzt schon der Schwachpunkt. Wir haben da wieder keinen. Und wenn dieser komische Russian-Typ da unten weiß, wie man landet. Ja, er weiß es. Scheiße. Okay, das heißt, ich muss wieder... Ich schmeiße aber alle meine Bomben raus. Habe ich wieder ein Problem. Fahrwerk ist draußen. Also, Bann, Tifi, wie auch immer du heißt, wir machen dieselbe Nummer nochmal. Und dass ich jetzt hier wieder voll einkassiere. Schon die Lampe, oh Junge. Ah, verdammt. Er ist tot. Schade, die Nummer hat vorhin so gut funktioniert. Na gut, ich habe noch ein paar fliegende Festungen, also daran soll es jetzt nicht scheitern. Wir schaffen das. Wir kriegen das noch hin. Jo. Ich habe auch noch ein paar Gutscheine am Laufen. Das Minus, das ich jetzt einkassiere, das ist mir scheißegal, Leute. Das ist mir echt egal. So, nochmal fliegende Festung spielen. Der tut zum gleichen Zeitraum wie ich in die Schlacht gehen. Interessant. So, mein lieber Kollege. Du weißt ja, was zu tun ist. Ja. Wollen wir mal loslegen. Na ja, komm, ich mach mal Farbenspiel an. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, wir haben nicht mehr viel Tickets. Wir müssen da wirklich Druck dahinter machen. Ja, kriegst du. Du hast Unterstützung. Ich werde trotzdem Fahrwerk ausschmeißen, man weiß nie. So. Jetzt geht's los. Die 84. Okay, oh, der mit der Jack. Schön. Schafft das? Ihr schafft das. Scheiße, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Nein. Ich bin fliegender Bunker. Ich halte das aus. Ich halte es nicht mehr aus. Oh, Mann. Ich spiele doch nur hier. Ich bin doch nur die Ablenkung. Ey, wie kann der noch fliegen? Also jetzt mal ehrlich, großes Flugzeug hin oder her, aber wie kann der noch fliegen, ey? Scheiße, wir haben verloren. Oh. Ja, das mit dem Bomber hätte mir früher einfallen sollen. Schade. Das war gut gemacht. Irgendwann habe ich dann, ihr habt ja gesehen, irgendwann hat dieser, wie heißt der Typ jetzt hier? Banditri? Wir haben irgendwie gut zusammengespielt. Irgendwie haben wir gut miteinander agiert. Ich habe abgelenkt und ja. Aber es hat nicht sein sollen. Verdammt, zwei Niederlagen ineinander. Oh. Wo ist die Pistole? Wo ist sie? Ich erschieß mich. Ja, nee, nicht wegen sowas. Ja, Leute. Ich hoffe mal, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Oh. Entschuldigt. Ich hoffe mal, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Wenn es das hat, ne? Lasst mal ein Like, ein Kommi, ein Abo da. Ich mache jetzt hier Schluss. Das reicht jetzt langsam. Und ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen Tag noch und viel Spaß noch beim Zocken. Ne? Jo. Also bis dann, Leute. Ciao.